Hallo ihr süßen Puppis, ich bin's auch in Jurassic Park, aber wieder live aus Berlin. Ich befinde mich gerade an einer Kirche, aber die interessiert uns gar nicht, denn ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe nämlich heute meine Tochter Weinhaus eingeladen. Habe ich jetzt nicht gesehen? Ich habe heute irgendwie so eine scheiß Frisur auch für Winter. Aber, hallo! Ihr süßen Mäuse, ich habe heute ganz viel vor mit der Weinhaus. Also in erster Linie möchte ich sie heute betrunken machen. Ja, und dann sammeln wir heute Geld. Ich sage aber noch nicht wofür, weil als allererstes haben wir uns an dem wunderschönsten Getränke Hoffmann Berlins versammelt und wir werden jetzt erstmal schön einkaufen gehen. Und was für Tassen denn aber? Nee, die sind scheiße. So, ihr Mäuse. Nee, du noch nicht. Du machst erstmal eine Sektflasche jetzt auf. Man trinkt sich schon wieder in die Kamera. Wir waren jetzt bei Getränke Rossmann und wir haben jetzt. Sekttässchen. Ja, also Sekt trinkt sie am besten aus Sekttässchen. Klausi, kannst du mal aufmachen? Damit es nicht so den Magen belastet, habe ich dann noch einen wunderbaren Behrensen Apfelkorn eingesteckt. Und zwar die Baxi Baxi XXL Flasche. Und den zwirbeln wir uns jetzt erstmal so richtig schön rein. Beobachtest du uns? Ja, ja. Findest du uns schön? Wir sind sehr schön, ne? Oh, hat er schon wieder die Hand an. Der hat die Hand in der Hose gehabt. Er hat gleich erkannt, wie schön wir sind. Ja, jetzt hat er die Hand in der Hose. Guck doch mal. Ja? Ach toll, er masturbiert. Großer Schluck, ne? Er will heute große Frau. Aber schmeckt eigentlich viel besser, als ich erwartet habe. Ja. Schmeckt wie Apfelschorle. Ist wie an der Côte d'Azur. Ne? Ja. Meins riecht auch nach Mittelmeer. Die Tassen sind nämlich aus echtem Elfenbein. Oh, ich habe so einen Durst gehabt gerade. Weinhaus versucht jetzt ganz laut zu rülpsen. Aber in 5 Minuten wieder. Wir sind gleich. Putin! Ihr süßen Mäuse, die Weinhaus hat unlängst eine Partei gegründet. Und zwar die. Das ist die TfD, Travestie für Deutschland. Das ist die Alternative zur Alternativen für Deutschland. Ja. Und es soll ja auch das bedingungslose Grundeinkommen geben, aber in Sekt ausbezahlt. Ja, das ist der Mindestsekt. Das ist der Mindestsekt. Verstehe. Ja, ja. Gut, ja. Und da ja bald jetzt hier auch Landtags-Senatswahlen sind in Berlin und Bundestagswahlen sind ja auch irgendwann, brauchen wir natürlich Geld für unseren Wahlkampf. Auf jeden Fall. Ja. Und da dachte ich mir, Weinhaus, wir gehen heute einfach mal zusammen Flaschen sammeln. Und guckt mal, ich habe da schon unser erstes Leergut gefunden. Guckt euch das an. Also Berlin ist ja eine Goldgrube. Ist ja eine Goldgrube. Und ich habe hier schon, also das sind bare 8 Cent. Hier haben wir auch noch 2. Sind wir schon bei 8, 16, 24 Cent. Und man sieht wunderbar, da sind halt auch so wunderbare Wichstücher. Da ist ein benutztes Kondom. Kondom. Ja, gerne. Hier. Ja. Und da ist auch noch eins. Oh, ist das süß. Wir gehen jetzt mal ein bisschen rum. Wir werden jetzt in den schwulen Kiez gehen, an der Motzstraße. Und da einfach mal gucken, wer uns alles noch Flaschen spendet. Freust du dich, Weini? Sehr. Hab ich mich gar nicht. Ich habe noch extra Handschuhe mitgebracht, Weini. Ja. Und du fängst an. Da ist echt nur Kacke drin. Ich will das nicht kontrollieren. Ich will nicht in die Scheiße fallen. Ich glaube, sie filmen da mal rein. Kann man das sehen? Da ist nichts drin. Ne? Da ist nur ein Hundekackbeutel drin. Das sag ich doch. Oh, da steht immer widerlich da drin. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Tag. Ich habe auch gewusst, dass Tag süß. Dieses bares Geld. Weinhaus. Da ist aber nicht sehr die Zigarette drin. Warte mal. Weinhaus, du wolltest doch vorhin einer rauchen. Warte mal. Guck mal, Weinhaus, die ist sogar noch fast gegessen. Die ist noch fast ganz. Putin hat irgendwas gefressen gerade. Ja. Versteige ich auf eBay. Der Herr, der gerade vorbeilief, der hatte Herrenbusen. Du hast da auch Herrenbusen, Weinhaus. Ich habe einen klaren Busen in der Mund. Wir haben so einen Stress. Und ist was drin? Ein Kaffeebecher. Brauchen wir nicht. Weiter. Entschuldigung, ich sehe auch nicht mit dem Leergut. Wir sammeln heute Leergut. Habt ihr Leergut für uns? Die neue Partei, Travestie für Deutschland. Wir unterstützen Transvestiten und das Sekt-Mindesteinkommen. Wir verstehen nicht.
English. English. We collected disposable bottles because we have a new party for the Congress. Okay. It is called a travesty for Germany, like TFD in... And we need GD. We need empty bottles. And we collect bottles. To finance on the Wahlkampf. Yeah. It's full. Yeah, it's full. Oh, you could be, you know, like a strong man, just empty it, and when you're like bottoms up and... Mm? No? He doesn't understand a single word, right? Yeah. Enjoy your day. Bye! Alle echt Opfer, ganz ehrlich. Eine Bananenschale. Hol die mal raus, hol die mal raus. Ist aber alt. Hol die mal raus. Ist so widerlich. Hol die mal raus. Die Bananenschale. Mmh, mmh. Lecker, lecker, lecker. So, wir sind jetzt hier, süßen Mäuse, jetzt mal kurzer Fun Fact. Wir sind jetzt hier an der Maaßenstraße und hier wurde von dem Berliner Senat die erste Begegnungszone Berlins gebaut. Innerhalb von einem halben Jahr wurde hier eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet, wo Fahrradfahrer, Autofahrer und Fußgänger alle dieselbe Berechtigung haben. Und da vorne kann man sich jetzt begegnen. Wir werden uns da jetzt auch begegnen im Weinhaus. Wir haben kein Auto und kein Fahrer dabei. Aber wir sind Fußgänger. Achso, aber mit wem begegnen wir jetzt? Na, mit Opfern. Und das, meine Damen und Herren, ist Stefan Kuschner. Hi. Ein absoluter Star, möchte ich sagen. Und ein Flaschennutzer. Ja. Absoluter Flaschennutzer. Hast du Lehrgut dabei? Für uns? Hi. Habt ihr Lehrgut für uns? Wir sammeln heute Lehrgut für Deutschland. Lehrgut? Ja. Einfach nur, das geht ja nur für den guten Zweck. Das geht in unser Make-up direkt. Dankeschön. Dankeschön. Gucke mal da. Oh. Jessica, wir werden heute reich. Pack mal hier rein, Schatzi. Oh, das ist so süß von dir. Aber das ist das Café Berium, ja? Hier wird nämlich Unterstützung noch groß geschrieben. Ja? Tschüss! Wir sind jetzt hier beim nächsten Getränke Rossmann angelangt. Ja, und zwar ist das der Getränke... Alkoholfreie Getränke steht da. Gut, und wir haben schon meine ganze Strandtasche, haben wir schon voll gesammelt. Weiner, zeig mal. Und da gehen wir jetzt einfach schon mal das Lehrgut einlösen und vielleicht bekommen wir dafür sogar... Ein ganzes Glas Sekt? Ein ganzes Glas Sekt. Wir gucken mal. Meinst du, die schenken glasweise aus? Ich glaube nicht. Ah, hier, Lehrgutannahme. So weiß. Ist das ein Automat? Ich bin der Automat. Kriegen wir dafür eine Flasche Sekt? Nein. Das mag ich für Sekko. Ich denke mal, müsste aufgehen. Müsste aufgehen. Jessica, die Leber freut sich. Ja, Sekt. Endlich ein Sekt. Ich freue mich schon so auf den Sekt. Nimm mal die Kamera bitte, ich bezahle. Nicht fallen lassen. Nein. So, Weinhaus. Wir sitzen gerade vor Getränke Rossmann. Weinhaus. Jetzt haben wir gerade unser Lehrgut abgegeben für eine neue Flasche Prosecco. Dabei wollten wir doch das Geld sammeln für unseren Wahlkampf. Das ist deine Schuld. Du hast einfach das Geld genommen und eine Flasche Sekt gekauft. Wir sind jetzt live auf der Motzstraße und wir gehen jetzt Hotdogs kaufen. Im dänischen Hotdog, glaube ich. Ja. Cheers. Prost Neujahr. Cheers. Prost Neujahr. Also ich sage Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, Perücken essen ist definitiv vorteilhaft für die Verdauung, weil es sind Ballaststoffe, die kurbeln alles an. Und es ist Low Carb. Ja? Ja. Und jetzt haben wir da drüben den Salon Mario gefunden. Das ist hier ein ortsansässiger Friseursalon. Schwul. Da ist Salon Mario. Oh, da sind aber Menschen drin, ne? Hi, wir wollten uns kurz die Haare bürsten. Wir haben unsere Bürste vergessen. Habt ihr eine Bürste für uns? Eine Bürste? Nee, ja. Menschensbürste. Ja. Du kannst meine Haare, festhalten in der Zeit, damit ich bürsten kann. Genau, so ist schön. Aber der Fruchtgummi passt empfindlich, also... Warte mal. Ja, was denn? Kannst du mich mal filmen? Ja, ich filme dich doch, jetzt, wie du Haare bürstest. Du sahst noch nie so gut aus beim Haarebürsten wie heute. Moment. Oh, wow. Und wie du es zurückschmeißt, wie so ein fettiger Schinken fühlen sich deine Haare an. Ja. Vielen Dank. Du hast mein Bier mitgenommen. Ja, dann nimm doch mein Bier. Meine Güte. Wir sind jetzt hier bei der Butcherei Lindinger. Lindinger, da gehen wir jetzt mal rein. Und wir sind ja immer noch auf der Suche nach Lehrgut. Hi. Hallo. Guten Tag. Oh, der ist aber ganz süß. Ich heiße Jan. Wo kommst du her? Ich komme aus der Slowakei. Süß. Liebe Hetero-Zuschauer, das ist ein Fetischladen. Sowas kennt ihr nicht? Ja. Die Weinhaus zieht jetzt ein Kettenkleid an. Ich komme mit in die Umkleide. Weinhaus, das ist wunderschön. Oh Gott, das steht dir so gut. Oh!
Guck dir das an. Ist das süß gestaltet? Ist das süß gestaltet? Wow, wow. Pose, Schritt, 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 links, rechts, Pose. So, das ist der Marc Lindinger. Das ist der Chef von diesem Laden da. Da, wo es diese perverse Mode gibt. Kettenkleider. Kettenkleider zum Beispiel. Ja. Oder auch riesige Dildos. Leder. Leder. Ja. Wir wollten bei euch leere Poppersflaschen vielleicht irgendwie sammeln. Haben wir oder nicht. Habt ihr nicht. Oder leere J-Loop-Flaschen. Haben wir auch nicht. Also irgendwie hat das mit dem Pfandflaschen sammeln nicht geklappt, Weinhaus. Wir haben irgendwie unser gesammeltes Leergut in eine Sektflasche investiert. Haben jetzt mal drei Bierflaschen. Machst du die bitte hier rein, Weinhaus? Ist noch nicht leer. Moment. Trink es schneller aus. Ich habe die selber ausgetrunken. Du hast sie selber ausgetrunken, Klaus. Das ist ganz, ganz toll. Wir haben also mal drei Bierflaschen und jetzt gehen wir noch schön auf den Spielplatz und graben Striche an. Und dann war es das aber auch, weil ich möchte jetzt eigentlich aufhören, weil ich habe keinen Bock mehr, Weinhaus. Können wir noch was zu essen bestellen später? Ich habe Hunger. Hi, yes, I'm Jurassic Park. Hi. I saw you at GMF. Klausi, ich sag dir mal ganz ehrlich, so süß die auch sind, du bist süßer. Und ihr süßen Mäuse, folgt mir auf Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram, Twitter, Google Plus und in der Snapchat. Und wir sehen uns bald wieder. Wo? Na, im Internet. Bis dann. Bye. Yeah. Sharing is caring.